Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge von Assassin's Creed Unity. Und ich muss mich wirklich entschuldigen für die letzte Folge, denn die war nicht besonders gut. Hast Glück, wenn du keine Mordanklage bekommst. Daran lag, dass ich ziemlich viel Scheiß gebaut habe. Und mit Phelps aufgenommen habe. Ich habe jetzt, da das Programm das scheinbar nicht abspielen kann, also Phelps, habe ich mir jetzt eine Nacht oder mehrere Nächte Zeit genommen, habe meine ganzen Aufnahmen gerendert, schon mal vorgerendert, damit ich die jetzt flüssig kommentieren kann. Und damit ich jetzt dieses versetzte Zeitfenster sozusagen ausgleichen kann. So, wir suchen jetzt nach einem Einstieg sozusagen, um diesen komischen Typen da zu vergiften. Wieso wir das auch immer machen, weiß ich jetzt leider gerade nicht mehr. Ja, ich bin, ich bin etwas, komisch drauf. Nein, wir sollen ihn auf jeden Fall vergiften. Das weiß ich noch. Also, wir wollen ihn vergiften. Ich habe mir auch wirklich eine Aufnahme zum Ziel gesetzt. Ich vergifte den. Und deshalb kommt, was gleich kommen muss. Also, ja. Seht es selbst. So, wir suchen jetzt mal so ein schönes Haus, so ein schönes Fenster, was offen ist. Und gucken, ob wir über uns eins finden. Das ist auch schon ziemlich doof. Wenn man nicht das Fenster hat, was man haben möchte. Oder das Fenster zu weit weg ist. Und scheinbar ist der Typ eine ziemlich komische Person, denn der hat alle Fenster geschlossen. Und hier ist ein Fenster auf. Aber wir können irgendwie nicht rein. Das ist richtig bescheuert. Wieso können wir da nicht rein? Nee. Was ist das für ein Scheiß? Wir haben hier schon ein offenes Fenster und da kommen wir nicht rein. Wir können auch nicht diese eine Person da, die irgendwie das Fenster die ganze Zeit putzt mit seiner Hand. Oder ist es die Hand? Ja, es müsste die Hand sein. Können wir nicht da irgendwie wegbewegen? Das ist ziemlich scheiße. Naja. Achso, ja, da ich jetzt nicht viel zu schneiden habe oder sowas, doch habe ich gleich, aber im Moment nicht, habe ich mir meinen Schaukelstuhl geholt und deshalb eine Es kann doch nicht wahr sein, dass jetzt schon wieder das Sound verzögert. Ich gebe es für diese Folge mal auf, es nachzustellen. Tut mir leid. Oder? Ah, doch. So. Ich hoffe, es hält für eine Weile. Aber am Ende werdet ihr natürlich keinen Ton haben. Ich hoffe jetzt, dass das nur bei dieser Aufnahme ist und nicht bei allen Aufnahmen durchgehend der Fall ist. Sonst kann ich da leider nichts machen. Die nächsten 2 Stunden. Was eigentlich ziemlich schade ist. Versucht meine Gäste zu vergiften. Naja.
Wir suchen immer noch einen Weg rein, und zwar so unbehelligt wie möglich. Finden aber keinen. Was ziemlich doof ist. Vielleicht von außen gibt es irgendwo ein Fenster. Jetzt laufen wir noch einmal rum und gucken nach Fenstern, oder? Okay, hier gibt's auch nichts. Aber hier können wir hoch. Okay, tut mir leid wegen dem Ton, aber das geht jetzt nicht auf Dauer, dass ich das nachfixen kann. Das hat irgendwelche Probleme, die ich leider nicht beheben kann. Ich werde das vielleicht hin und wieder mal machen, aber nicht dauernd. So, haben wir hier vielleicht ein Fenster, was offen ist? Ich glaube nicht. Doch, da unten ist eins. Guck mal an. Da ist ein offenes Fenster. Wie schön. Gut. Er ist irgendwie pisst auf uns. Warum wohl? Naja. Ey, komm mal nicht vor. Das schert mich nicht. Okay. Ich hab da ein paar Fragen. Sollen wir wetten, Mosche? Wie lange kann ich dich ohne Haut am Leben halten? Ja. Sofort stehen bleiben. Boah. Es geht einem gehörig auf den Geist. Naja. Gut, dann machen wir es einfach mal hier mit dem Schlüssel. Mal gucken, ob wir weiterkommen. Wir müssen jetzt hier diesen Typen da durch. Das war das doch auch super. Schön, dass man da nicht die Dietriche verballert. Tut mir wahnsinnig leid, dass jetzt die Sounds so mega asynchron sind. Aber da kann ich leider jetzt wohl. Nee, bei diesem Tomaten kann ich leider nichts dagegen tun. Das ist so ärgerlich. Ich will die aber auch nicht umbringen. Geworfen. Ich glaube, ich musste ganz nach hinten werfen. Damit beide Leute nach da hinten laufen. Seigneur, mais que se passe-t-il donc? Verdammt, das Spielzeug, wo kommt das her? Ja. Jetzt lauft mal schön. Wo ist der verdammt nochmal nur hin? Wie weit kann er sein? Komm, 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 komm. Hör auf mich zu sehen. Perfekt. Jetzt muss ich mich nur noch verstecken. Oh. Was ist bloß in sie gefahren? Ja, was war das? Das ist schlecht. Ihr hört nichts außer. Das habe ich nicht geträumt. Ist er in dem verfluchten Nebel verschwunden? Vergifteter Wein und das nächste? Schimmliges Brot? Ich glaube, hier wird gleich ein grausiges Verbrechen! Wohin, Mistkerl? Wohin?
Ja, es ist... Ich hoffe, es ist gleich vorbei. Ober? Aber ich werde jetzt gleich nochmal synchronisieren, denn jetzt kommt der sichtige Teil. Heute feiern wir den Tod der Tyrannen. So, da sind wir wieder. Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwo reich gelabert. Und was mache ich? Was mache ich? Nein. Ah. Okay. Genau das war die Stelle, wo ich mir gesagt habe, ich möchte den Typen wirklich prügeln und habe mich deshalb abmoxen lassen. Und bin deshalb gestorben und mache das Ganze nochmal. Also sehen wir uns beim zweiten, dritten und vierten Versuch. Bis gleich. Viel Spaß. So, willkommen im zweiten Versuch. Ich habe mir jetzt die vergiftete Weinflasche schon besorgt. Und habe einen neuen Eingang gefunden und zeige euch jetzt wieder mal meinen Anlaufversuch, hier durchzukommen. Diesmal sind wir sogar etwas weiter, da ich schon... Nein, sind wir gar nicht. Aber ich habe halt ein neues Loch entdeckt sozusagen. Oder ein neues offenes Fenster, wo man reingehen kann. Und deshalb sind wir jetzt sozusagen schon hier, wo wir gerade sind. Was war das? Und werden direkt entdecken, weil wir einfach unvorsichtig waren. Und ich glaube, ja. Schlag dich tot. Das ist unser Todesurteil, weil wir durch unsere schöne das ist unser Todesurteil. Denn wir haben vorher ein bisschen viel Aufsehen erregt und haben da unsere ganzen Heiltränke verbraucht. Also, wir gucken uns nochmal den dritten an. Ne? Den dritten Versuch. So, da sind wir im dritten Versuch und starten gleich an dieser Tür, wo ich in dem Raum, wo ich das letzte Mal am Failen war. Und diesmal versuchen wir das, glaube ich, etwas rustikaler. Ja, und schnell hier rein. Hat keiner gesehen. Und wir sehen, glaube ich, auch. Ja, nur da hinten zwei Wachen. Müsste eigentlich keinem auffallen, dass wir den Typen da umgebracht haben. Finde ich sehr schön. Haben jetzt keine Probleme. Naja. Und jetzt habe ich auch kein Problem mehr mit dem Nachsynchronisieren, denn das funktioniert jetzt. Oder mit dem, ich meine mit der Audiosequenz. Ach ja, hier haben wir noch ein paar Probleme mit den Stiften. Ja. So, das war jetzt der vierte, das war jetzt der fünfte. Fünf Dietriche für ein Schloss, super. Naja. Wir sind immerhin schon hier. Lauf. Hin. Schön in Deckung gehen. Meine Kirschkernbombe benutzen. Hin. So, beide laufen. Was geht da vor sich? Perfekt. So, wir verziehen uns auch. Hast dich doch nicht in Luft aufgelöst, oder? Und werden von dem Typen gesehen. Super. Immer sieht uns irgendjemand. Naja, du siehst uns nicht mehr. Ende. So. Schön, jetzt versuchen wir das Ganze nochmal mit dem Wein. Mal gucken, ob wir das diesmal schaffen. Eine Flasche eures besten Weins.
Heute feiern wir den Tod der Tyrannen. Sofort. So. Und diesmal müsste es funktionieren, wenn wir nicht irgendeinen Scheiß machen, was ich glaube wieder mache. Weil ich einfach nicht abwarten. Gut gemacht, David. Hab dich gar nicht bemerkt. Oder? Auf jeden Fall bekommt er da seinen schönen Gift rein. Bitte schön, Herr. Der 74er Chateau d'If, erlesener Jahrgang, wenn ich das sagen darf. Ja. Und wir haben schon wieder ein Problem mit den gewissen Wachen. Also man kann hier hinter nicht rauslaufen. Gut. Oder eher gesagt, schlecht. Und ich würde sagen, ja. Na? Wie ich den denn? Ja! Cool, okay. Habe ich den eben nicht mit einem Giftattentat. Der König ist nichts als ein krimineller Verräter. Und erst dann, wenn er wie ein gemeiner Verbrecher hingerichtet wird, ist die Welt für Jacques de Molays Wahrheit bereit. Ihr könnt der Welt alles zeigen, was ihr wollt, Großmeister. Was ich tue, tue ich zum Wohle Frankreichs. Ihr hattet recht. König Ludwig hat mit allen möglichen Leuten gesprochen. Bürger Le Pelletier. Die Wahl steht bei 360 für Hinrichtung. Und 360 für Gnade. Wofür stimmt ihr? Hinrichtung! Die Wahl ist beendet und ausgezählt, Großmeister. Und? Der König wird sterben. Ich hatte keine Zweifel. Ich freue mich darauf, das Ende der Tyrannei zu bezeugen. Ich sorge dafür, dass ihr den besten Platz bekommt. Okay. Und ich würde sagen, nach diesen eindrucksvollen ich weiß ich jetzt nicht, wenig oder viel aufklärenden Szenen. Hey! Cool, ich hab hier noch Sachen. Werden wir nicht durch dieses Fenster. Hallo, ich möchte einfach nur laufen. Ah, durch dieses Fenster raus, genau. Und werden dann mal eben das Weite suchen. Hallo, lass mich doch einfach laufen. Ich weiß nicht, was die gegen laufende Leute haben. Wieso die immer die abschießen? Ich hab auch keinen Bock drauf, dass die mich die ganze Zeit abschießen. Aber, naja, wir haben es geschafft und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.